Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 107. Ich hoffe, das mit dem Mikro funktioniert jetzt besser. Lassen wir uns mal überraschen. So, wir sind immer noch auf der Höhlenfeuer-Halbinsel. Wir sind zwar mittlerweile hier im Tempel von Telmat und gern mal gucken, was da hinten für ein Fragezeichen auf uns wartet. Ja. So, ihr hattet ja in der letzten Folge gehört, mein tolles Ultramikro, das leider den Geist aufgibt. Ich versuch's jetzt mal übers Handy. Ich wollte sagen, wo bleibt der Aslan denn? Ein fauler Löwe, Tiger. Löwe. Ich glaube, Löwen gibt's doch gar nicht in Burning Crusade. Die Löwen kommen, glaube ich, erst mit WO. Nee. Nee. Mit Wottelkar oder mit Cutter. Aber ich glaube mit Cutter. Was ist denn anders sein? Oh, wir können Blutproben sammeln. Sehr gut, sehr gut. Ja. Akro-Check habe ich. Macht er denn nun? Wollt er nicht schießen? Naja. So. Bisschen Leder wieder. Leder ist gut. So, jetzt hier noch das Blut. Und wenn wir doch schon mal dabei sind, können wir das ja ohne Probleme machen. Ich hoffe mal, dass die Tonqualität jetzt besser ist als vorher. Weil das mit dem Mikro, das stört mich ziemlich. Aber gut. Man tut, was man kann. So. Das funktioniert alles so, wie ich mir das denke. Unsere FPS sind auch stabil. Sehr gut. Ja, seitdem ich diese Dreifach-Buffering und Vertikalsynchronisation ausgeschaltet habe, kriegen wir mehr FPS hin. Aber das habe ich festgestellt, ist bei jedem Spiel so. Wahrscheinlich ist diese Dreifach-Buffering so eine Art FPS-Begrenzung oder so. So, noch zwei Ebers. Vielleicht auch mehr. Weil die geben ja unser Leder her. Dann wirft man hier noch zum Rück. Reimer. Könnten, glaube ich, auch wieder. Upsala. Könnten auch wieder hier. Nee, doch nicht. Oder? Doch, können wir. Könnte mich wieder. Nämlich Knotenhautleder zusammenbasteln. Aber erstmal nur eins. Tun wir das auch direkt. Den Griff hat nachgucken. 310 kriegen wir das nächste, ne? Fetzen. Können wir noch eins herstellen? Vielleicht kriegen wir dann 309. Schalte so ein Rüstungsset her. Sind theoretisch direkt auf die Hose knallen. Theoretisch. Haben wir? Nee. Eins brauchen wir noch. Blutprobe. Eine Blutprobe brauchen wir noch. Die kriegen wir auch noch. Und ich muss unbedingt mal zum Lehrer, glaube ich. Was mit der Akku, das stimmt ja auch vorne und hinten nicht.
Aber ich wollte erst, wenn ich den Ruhestein in Schattrad habe. Weil das macht am meisten Sinn. Muss schnell immer so viel hin und her. Das ist ja furchtbar immer. So, die 6 Blutproben haben wir. Wollen wir jetzt noch hinschicken? Ah, okay. Wir können uns ja da mal umgucken. Verkehrt ist das ja nicht. Auch wenn ich da ziemlich ungern hingehe. Aber gut. Was ich wohl manchmal vermisse hier an Burning Crusade, die Achievements. Weil das habe ich auch gerne gemacht. Ich war auch so teilweise ein Achievement-Jäger. Ah, das vermisse ich. Na gut, man kann ja leider nicht alles haben. Aber wenn wir irgendwann damit anfangen, in WOTLK rumzueiern, haben wir unsere Achievements wieder. Und ich habe gesehen, hier von Back to Basic, die wollen jetzt bald einen Cutter-Server aufmachen. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, dass wir den Lich King überspringen. Dann direkt mit Cutter anfangen. Aber noch ist nichts in sicheren Tüchern, weil die haben noch zu wenig Personal, nenne ich es mal, die quasi mithelfen beim Aufbau. Von daher könnte das noch ein bisschen dauern. Aber wir sind ja immer noch mittendrin, statt nur dabei. Irgendwas sammeln, ich weiß es gar nicht. Wir gucken uns das mal an, was wir da machen müssen. So. Das müssen wir noch sammeln. Oh. Nee, das ist falsch. Was hat das denn gegeben? So einen komischen Schädel. Achso, ich dachte das Buch. Nee, das Buch war falsch. Aber ich glaube, da ist auch jemand. Die 61. Wie wir. Och, ist das süß. Aber dann können wir uns direkt mal nach da hinten begeben. Das war der Plan. Ach, wie ich es manchmal liebe. Wenn ein Plan so funktioniert, wie er soll. Ja, das ist das, was ich wollte. Die kann man zwar nicht ledern. Die haben vieles dabei. Vieles, was man nicht braucht. Das sind teilweise so One-Hit-Wonders. Die können Flammenschlag oder so. Was ist der gemacht? Okay. Schaden alle 2 Sekunden, okay. Ja, so wird man vergiftet. Das ist doch unglaublich. Die droppen doch was. Okay. Ah, was sein kann, und zwar, wenn ich die selber nicht haue, sondern nur wenn unser Pet die haut, dann kann man die meistens nämlich nicht looten. Das kenne ich auch so. Weil manchmal funktioniert das aber trotzdem. Hier anscheinend funktioniert es wie auf den echten Servern. Naja, gut. Und will man mehr, aber. So. Oh. Das hat ihn dann umgehauen. Ja, dieser Naturschaden ist schon heavy. Haben wir uns erstmal einen leckeren. Oh, dafür war. Leckeren Talbuk-Bret rein. Das hebt die Stimmung. So, 61. Wie viel brauchen wir noch? Theoretisch nur 13 Stück und wir haben auch Level Up. Schön. Wollen wir erst Mana trinken? Schlimmer Bube, der böses Ding bei der Situation da. Wie da so läuft hier gerade.
So, ich hoffe, mein Handy nimmt weiter auf, weil das Display ist gerade ausgegangen. Ich guck mal. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, okay. Alles gut. Nichts passiert. Kein Grund zur Panik. Ah, Terrorbestie müssen wir auch killen. Okay. Und danach müssen wir, glaube ich, hinten so einen großen Typen killen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie er heißt. So ein Elite-Typ. Er ist, glaube ich, 61 oder 62 oder 63 Elite. Ich weiß, meinem Kumpel haben wir den zu dritt gemacht. Da war ich allerdings schon 70 mit dem Schamanen. Aber es hat auch funktioniert. Der war da allerdings, ich glaube, 62 oder so. Bestie 1. Oh, für zwei Quests können wir das sogar machen. Das ist ja cool. Und ich glaube, das da ist der, den damals Garrosh getötet hat, in dem Trailer von WoD. Glaube ich zumindest, weil der sieht nämlich genauso aus. Das könnte ja auch diese komische Schneise sein, wo die alle drin standen. In dem Video, in dem Trailer. Ja, sieht so aus. Ich will jetzt auch keine Gerüchte in die Welt setzen, aber eben, könnte wirklich so sein. Lieber Aslan, bleib am Leben. Schnell heilen. Ah, könnte knapp werden. Jawohl, gut. Puh. Sehr gut. So, haben wir denn noch irgendwas anderes Leckeres zu essen bei für uns? Nicht wirklich. Oh, wir brauchen nicht wirklich was zu essen. Wir können dem noch das letzte Stück geben und wir trinken Mana. Oh, wir kriegen da schon irgendwen. Hoffe ich. Von daher kein Problem für uns. So. Wenn wir die haben, würde ich sagen, reiten wir einfach raus, das ist am einfachsten. Haben wir direkt drei oder vier Quests sogar fertig, ne? Jetzt müssten wir eins. Dann haben wir zwei, drei fertig. Die Langbar, ja gut, die Langbar sind theoretisch auch fertig, die brauchen wir nur suchen. Kriegen von denen wiederum auch Quests. Die werden wir auch machen. Ich weiß noch nicht, ob wir die schon machen werden, aber die brauchen wir halt wegen Ruf. Damit wir uns die Schlüssel kaufen können von Ehrenfeste. Beziehungsweise die Schlüssel für die Hero Dungeons. Sieht ja gut aus. Dann können wir uns die noch holen. Kommen die denn her, ey? Ups. Sehr gut. Ja, gefällt mir. Kriegen wir schon ganz gut hin hier.
So. Sehr schön. Der immer noch? Ne, der ist noch vergiftet, okay. Und da oben drauf. Ah, dann haben die das bestimmt eben gemacht. Droiden, der uns da entgegenkam. Totstellen. Zack, einmal. Das bringt zwar jetzt gar nichts, aber wir haben was getan. Der letzte dann, ne? Aber nämlich alle. Ja, zweimal. Oh, da steht da 6 von 10 Terrorbestien. Wir töten noch eine zur Sicherheit. Zu testen. Seltsam, seltsam. Müssen aufpassen, dass wir nichts anderes pullen. Ich hab gedacht, wow, machen wir viel Schaden, dass der direkt auf uns zuläuft. Da waren wir noch nicht mal genug Mana, um irgendwas gemacht zu haben. Jetzt haben wir genug Mana. 7 von 10. Und wir haben es geschafft. Wir sind Level Up. Mal gucken. Das war auch toll. Mehr Schaden. Ups. Oh. Was soll man da nur nehmen? Oh, das erstmal irgendwas nehmen. Wie gesagt, irgendwann werden wir auch wieder umskillen. Auf die in Anführungszeichen beste Skillung für BC mit dem Hunter. Wie es aussieht, sieht aus, als wenn ich hier in der giftigsten Brühe ever wäre. Oh ja. Machen wir so. Wir brauchen noch Omni-CC. Das ist auch gut. Jetzt können wir nämlich gucken, wie lange was hält. So. Dann haben wir dann quasi über dem CD-Timer, den wir haben. Oder haben wir Omni-CC nicht sogar? Ich weiß es gar nicht. Naja, auf jeden Fall, ich meine, das war so, dass das dann, dass man sieht, wie lang sein CC, sprich Crowd Control oder Eisfalle Schieb oder so noch hält, damit man quasi nachschieben kann. Ja gut, nach Frostfallen, je nachdem wie lang es hält, wird wohl eher schwierig. Aber so ist halt der allgemeine Sinn, obwohl 30 Sekunden. Normalerweise hält das Ding eine Minute. Kann aber sein, dass er wegen, hatte ich glaube schon mal die Vermutung, wegen dem Rang hat das was zu tun. Je nachdem, wie hoch der Rang ist, dass das nicht so lange bei denen hält, die schon etwas größer sind. Sprich, wenn der Rang eigentlich für, sag mal, Level 40 oder 50 ist, wenn bei Level 60er nicht so lange hält. Wie er eigentlich müsste, weil die auch Widerstände haben. Ich würde sagen, gehen wir hier Quest ab, fliegen nach da. Am einfachsten. Wenn wir jetzt gleich da sind,
Ich würde sagen, probieren wir das Ganze mal aus. Ich hoffe, das funktioniert alles dann. Weil die 20 Minuten haben wir wieder voll. Achso, der geht nicht. Nee, das war falsch. So, ich mache. Ja, Pfeile haben wir noch genug. Gucken, gucken, gucken. Mana-Regeneration. Nee, das ist falsch. Die haben wir an. Okay, dazu fällt uns ein bisschen. Ha, wenn ich den Knubbel so sehe, denke ich, da könnte man richtig fett Leder abholen, aber nö. Kann man richtig fett Federn abholen. Aber ich glaube, die braucht man nicht wirklich. Also im Moment. Vielleicht für irgendwelche Rezepte könnte ich mir vorstellen. Oder halt leichte Federn für Magier, Priester, etc. Oh, Markus Rache. Markurus. Und dann wollen wir noch eine Quest zum Abgeben. Briefkasten geguckt, nichts drin. Uiuiui. Schön. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Ich hoffe, das mit dem Ton funktioniert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen.